Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, heute bauen wir weiter an unseren Quickie-Mark. Jetzt ist Teil 2, wo wir nur den Außenbereich bauen. Und ja, gehen wir aber erstmal zu unserer Eingangstür. Da wisst ihr ja noch, hatten wir irgendwie was mit Zaun gemacht. Ich mache da jetzt einfach mal nur Glas. Warum? Es ist irgendwie so eine Schiebetür und die hat ja irgendwie nicht solche Griffe. Darum habe ich da jetzt einfach mal nur Glas gemacht. Ja. So, gehen wir jetzt mal in unsere Truhe ran und nehmen uns dann erstmal ein paar Blöcke raus. Das nehme ich mir jetzt erstmal mit hier und das und das. Und ja. So, wir fangen an mit am besten Notenblock, Eisengitter, Sandsteinstufe, Sandsteinblöcke. So, jetzt gehe ich mal einfach hier zu unserem Gebäude und sag mal, nach 4 Blöcken setzen wir einfach mal ein. Sind wir jetzt ja hier vorne dran und setzen den 4 Blöcke entfernt und dann zähle ich mal nach vorne. Also dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Blöcke nach vorne ziehen und danach ziehen wir immer nach hinten. Der Abstand ändert sich nicht, das ist immer so 4 Blöcke und dann halt dazwischen sind dann immer 3 von unserer Straßenfarbe. Ja. So. Hier ziehen wir jetzt, sag ich mal, jetzt nur normale Sandsteinstufen. Der Abstand jetzt dazu wäre denn, also jetzt zählt man von hier aus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blöcke und beim 8. dann halt setzen wir unsere Steinstufen. Ziehen das auch natürlich so weit nach vorne, wie wir möchten. Das ist ganz egal, wie weit wir das ziehen. Ja. So, hier machen wir dann 2 Blöcke hoch. Also ihr könnt auch einen Block höher machen. Wir machen mal, ich kann euch mal zeigen, wie ich das meine. Also ich mache 2 Blöcke hoch, aber ihr könnt auch einen machen, wenn ihr meint, einer reicht euch, denn... Darauf platzieren wir dann dreimal Eisengitter. So. Wenn ihr meint, eine Blockhöhe reicht euch, oder ihr meint, so 2 Blöcke wären das Optimale für euch. So, müssen wir hier noch raufziehen. So. Müsst ihr selber entscheiden, was für euch die bessere Höhe ist, entweder ein Block oder 2 Block. Aber ich nehme die 2 Block. So. Das machen wir dann auch einmal ringsrum, außer da, wo wir unsere Slabs hingepackt haben, also die Sandsteinstufen. Da machen wir das nicht. Und ja. Und dann ziehen wir dann einmal komplett ringsrum. So. So, ich werde das jetzt hier nicht mit diesen Eisengitter machen, also ihr werdet das dann, also ihr könnt das dann einfach mal so, also ihr zieht das dann hier einfach mal so lang, ich mache dann einfach mal so eine Blockhöhe, aber das müsst ihr dann dreimal machen und, ja. So. Mir wird nichts ausgelassen, das machen wir dann alles halt dann dreimal hoch. Ihr könnt auch viermal hoch machen, halt so hoch wie ihr möchtet und, ja. So, dann haben wir noch Notenblock. Die machen wir dann jetzt auf diese Seite hier. Erstmal 2, dann 2 nochmal nach oben und dann 2 nach vorne. So sieht das aus. So, jetzt guckt ihr ja schon hier alle so hin, so, oh, da sind ja Schilder. Was steht denn da drauf? Ja, irgendwie habe ich auf dem Bild gesehen, da stand dann irgendwie so Quickie Mark Parking Only. Ja, das könnt ihr auf beiden Seiten einmal machen. Verteilen, wo ihr möchtet, so auf welcher Höhe. Und ja, ich kann mich ja kurz vorstellen, könnt ihr mal abschreiben hier. Jetzt müsstet ihr das Video kurz anhalten, dann könnt ihr euch das hier mal abschreiben. Ja. Ne, das macht ihr auf beiden Seiten mit einem Schild und ja, so wäre das denn. So, jetzt nehme ich mir wieder ein paar Blöcke. Dum, dum, so. So, jetzt brauchen wir, fangen wir jetzt einfach mal an, hellgraue Wolle, Eisenfalltür. Blaue Wolle, Pflastersteinmauer, Guana-Teppich, weiß gefärbter Lehm, Guane-Wolle, hellgrauer Teppich
und weiße Wolle. So, wir beginnen jetzt mit vorne, mit unserem Parkplatz. Dann nehmen wir jetzt unseren grauen Teppich, lassen ihn dann jetzt hier so ein frei. Dann 1, 2, 3. Dann ein freilassen. Also dann wieder 3, ne? Ein freilassen. Wieder 3. Und das geht dann halt immer hier so weiter. So, jetzt nehmen wir weiße Wolle. Und setzen jetzt hier, wo wir mal einen freigelassen haben, 3 Blöcke weg. Und setzen dafür dann weiße Wolle ein. So, das machen wir hier auch. Das zieht sich halt dann auch wieder so weiter, immer wieder gleich. Ja, hier dann auch und hier dann auch. Genau, so haben wir dann 5 Parkplätze vor unserem Quickie-Markt. Jo. So, danach nehmen wir weiß gefärbter Lehm, setzen dann jetzt hier an der Kante einen an, lassen 2 Blöcke frei und setzen nochmal ein. Danach gehen wir dann 1, 2, 3, 4, also 5 Blöcke insgesamt nach hinten. Machen wir mal 6. Und dann hier so zuziehen. Dann nehmen wir die grüne Wolle. Dann ziehen wir uns hier so, sag ich mal, so eine schöne große Mülltonne. Wir könnten jetzt auch hier, sag ich mal, hier noch so freilassen. Ja, das machen wir. So, dann nehmen wir uns auch Guana-Teppich und dann erstmal hier so ein bisschen raufhauen. Dann sieht das so, also soll das dann so sein, dass die Mülltonne so aufgeklappt ist. Und ja. So viel dazu. Dahinter haben wir dann noch ein paar einzelne. Könnt ihr euch denn hier so ein bisschen verteilen, wie ihr möchtet? Und ja. Mit Eisengitter-Falltüren drauf und dann haben wir das schon. So, danach gehen wir dann wieder an unsere vordere Ansicht und gehen jetzt, sag ich mal, so von der. Also, denn. Ne, jetzt hier haben wir unsere Vierreihe und dann setzen wir jetzt einfach mal hier so. Und 3. Pflasterscheinmauer nach unten. Denn eine blaue Wolle. Und daneben können wir nochmal eine setzen oder auch nicht, wie ihr möchtet. Jetzt gehen wir kurz an die Truhe ran. So. So und so. Jetzt brauchen wir einen Hebel und den setzen wir dann hier so ran. Das sollen dann solche Telefonzellen sein. So. Dann könnt ihr entweder ein oder zwei. Ich mache jetzt mal zwei. So, jetzt gehen wir nochmal nach hinten. Jetzt habe ich eine Eisentür. So, dann habe ich mir schon mal hier markiert. Also, wenn wir jetzt hier hinten sind, lassen wir 3 Blöcke frei. Und beim vierten setzen wir dann unsere Eisentür. Jo. So wäre das. So, das wäre dann erstmal von unten jetzt unseren Quiggy-Markt. Oh, mehr gibt es eigentlich nicht, was man jetzt hier noch platzieren sollte. Und ja, bringe ich erstmal all mein Equipment wieder zur Truhe. Zack. So, jetzt machen wir das, was ich im letzten Video gesagt habe, warum wir oben das mit Gras gemacht haben. Ich habe jetzt nochmal das hier verändert. Ich werde euch zeigen, wie ich das jetzt verändert habe. So. So, unser altes Dach bestand ja eigentlich gleich mit Grasblöcken, darunter den Stein. Ja, das habe ich komplett geändert. Also wir machen jetzt, da wo jetzt unsere Grasblockschicht war, nochmal unser Akazienbretter. Hauen wir den jetzt hier so hin. Also das heißt, das Gras machen wir weg und dann setzen wir hier komplett einmal Bretter rein. Da, wo unser Stein war, kommt jetzt unsere Grasblöcke und unter die Grasblöcke setzen wir orange gefärbter Lehm. Das ist dann auch gleich unsere Decke von unserem Laden. So. Zack, zack. Ja, dann kann man erstmal die ganze Fläche mit diesen mit Grasblöcken ausfüllen und die äußerste Seite, die machen wir dann nochmal mit Stein. Dann wäre unser Dach fertig. Dann kann man es jetzt endlich bestücken. Das heißt, also oben auf dem Quickie-Markt-Dach hat ja Apu so einen kleinen grünen Garten, wo er sich zurückzieht oder,
Ich weiß nicht, was er da oben macht, aber jedenfalls ist er irgendwie so ein Bio-Anbauer und hat das auf dem Quickie-Markt gemacht. Und da kann ich auch mal zeigen, so wie man so einen Garten sich vielleicht machen sollte. Was nehme ich mir noch alles hier mit? Nee, wir machen es anders. Wir fangen anders an. So. So, wir machen erstmal eine Lüftungsanlage auf dem Dach, weil das ist auch oben. Und ja. So, die machen wir denn, also jetzt sage ich mal, gucken wir von der vorderen Ansicht. Na, also hier ist ja unsere Eingangstür. Das heißt, wir machen dann hier hinten in die Ecke unsere Lüftungsanlage rein, lassen jeweils denn eine, also zwei Blöcke in jede Richtung frei. So. Machen dann immer solche Vierecke, wo wir in der Mitte jetzt sag mal graue Wolle einsetzen. Das machen wir dann ganze zweimal. Kann man ruhig so nebeneinander bauen und dann, setzen wir nochmal eine Schicht und lassen dann aber jetzt unsere grauen Felder frei. So. Da wo jetzt unsere grauen Felder sind, setzen wir Eisengitter ein. Und dann haben wir schon unsere Lüftungsanlage von unserem Quickie-Markt. Wer will, kann auch Schornsteine bauen. Das heißt dann, wir nehmen dann noch. Wo habe ich es jetzt? Also wenn jetzt dann einer möchte, kann er noch hier ein paar Schornsteine sich reinzimmern. Machen wir mal einen. So. Danach kann man ja dann, sag ich mal, gehen wir jetzt mal unsere Kiste, dann nehmen wir mal. Also ich zeige euch mal, wie ihr euch den Garten einrichten könnt. Also selber so einen Garten einrichten, das fällt mir immer schwer. Daher zeige ich einfach mal, wie es, vielleicht so ein paar kleine Grundideen, weil, ja, man sieht ihn ja nicht immer so häufig, den Garten und. Als Boden für den Garten nehme ich jetzt Granit, normaler. Da könnt ihr euch dann einfach so einen Gehweg zimmern. Also, ja. Wo man dann halt im Garten lang geht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der so genau aussieht. Ich einfach das mal ein bisschen so aus dem Kopf. Dann mache ich einfach mal so einen Weg. Und, ja. Da könnt ihr dann einfach so hohes Gras euch hinpflanzen. Oder Farm oder Rosenbüsche. Halt alles, was so im Garten wachsen könnte. Oder Pfingstrosen. So. Halt schön bunt setzen alles und ja, dann habt ihr so einen kleinen Garten oben. Wenn euch das immer noch nicht ganz reicht, dann könnt ihr auch noch, sag ich mal, was anbauen auf dem Dach. Dann nehme ich jetzt einfach mal Karotten oder Kartoffeln. Also einfach willkürlich setzen. Macht euch da irgendwie so einen Garten oben drauf. Und ja, lasst eure Fantasie freien Lauf. Und dann habt ihr einen schönen Garten auf dem Dach, den nur ihr kennt und alle anderen, die unten einkaufen, die wissen gar nichts davon. Und denken so, ja, das kommt bestimmt irgendwie aus der Fabrik, die Karotte. Aber in Wahrheit wächst sie auf dem Dach bei euch und ihr könnt sie da abbauen oder ja. Das wäre der Quiggy-Markt erstmal von der Außenansicht. In der nächsten Folge machen wir dann die Inneneinrichtung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ja, so stelle ich mich mir mal noch hier so ein bisschen hin. So machen wir mal hier mit oberer Ansicht. So, und dann nicht vergessen. Macht noch hinten die Mauer mit den Eisengittern auf 3 hoch und dann, ja, war es das auch erstmal für diese Folge. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten. Ciao.